Hallo und herzlich willkommen zurück zu Christmas Stories, der Weihnachtszug. Tut, tut! In der Sammleredition, aber auch im Bonuskapitel. Ich habe da was entdeckt. Eine Flasche war das. Ja. Ja, wir sind im Bonusabenteuer. Eine riesengroße Katze hat Cat Town zerstört oder will zerstören und hat auch noch Sterne, glaube ich, geklaut. Genau. Und wir gehen den Spuren nach. Dr. Zusammen? Eichhorn. Mit Dr. Eichhorn. Dank der Pfotenabdrücke und meiner Wunderbrille kann ich den Weg leicht finden. Wir sind im Haus von oder vor Hänsel und Gretel. Oder war das nicht Tommys Haus? Ach so, oder so. Der kann auch sein. Tommy. Möchte wetten, die Riesenkatze ist gar nicht böse. Ich muss sie finden und mit ihr reden. Genau, eine böse Miezekatze. Da steckt noch was fest. Genau, das war Tommys Haus, nicht Hänsel und Gretel. Ich habe mir noch einiges zum Einsammeln. Da war auch wieder ein Katzengesicht drauf. Ja. Ganz niedlich. Eine Nuss. Pachyrisnuss? Vielleicht mag er die Nuss. Unser Dr. Eichhorn. Da war was. Ein... Was? Ein Griff? Ein Topfgriff. Kann man da rein? Ah, oh, wir können hier gucken. Süß. Das ist eine Maus? Ich will das Glas nicht zerbrechen, sondern lieber ein Loch hineinschneiden. Ja toll, dann kannst du auch gleich zerbrechen. Ja. Das sind ganz viele Sterne hier. Am Boden. Kann man da was machen? Ich glaube, ich brauche eine spezielle Tasche, um diese himmlischen Schätze einzusammeln. Vielleicht kommen wir an allen Häusern vorbei. Jetzt was süß. Oh, ein Puzzleobjekt. Gut gesehen. Da. Will das geht nicht. Was haben wir da? Ein Bettstein, eine Kelle. Müssen wir mal schauen, wofür das ist. Das geht auf jeden Fall nicht auf. Die ist zugefroren. Die wollen wir auf jeden Fall aufschneiden. Geht es mit den Feuernholzen vielleicht Feuer machen? Feuer machen? Warum stand da aufschneiden? Achso, das war das Aufschneiden. Aber das haben wir eh nicht. Schade. Das haben wir eh nicht. Und weiter kommen wir nicht mehr. Ich gucke einfach mal auf die Karte. Ja, ich bin wir hier. Wir sind draußen. Ich bin hier, mehr steht da nicht. Ja, okay. Süß. Oder warte mal. Ah. Okay. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja auch noch hier einige Dinge. Vielleicht braucht die Schopfkelle. Genau, wir tauschen einmal. Nee. Wir tauschen doch nicht. Wie gemein. Ja, und jetzt? Das habe ich nie gegeben. Ach, das ist der Topfgriff. Genau. Dann holen wir das da raus und dann kann das da ran. Schaut schön aus. Ein Katzenmesser. Oder eine Kralle. Nicht die dann machen wir das einmal wieder scharf. Genau, dann haben wir das Messer. Müssen wir mal schauen, was wir da machen. Ich weiß gar nicht, mit dem Messer vielleicht. Ach, wir nee, das geht's nicht. Durchschneiden. Wir können was durchschneiden. So, dann haben wir ein paar Dinge gefunden. Kleines Buch. Eine Geschichte. I'm Tom and I'm a big cat, bigger than everyone around. That's why the town inhabitants are scared of me. So I've always lived in a hut far from Catstown. Every year I'd watch the Christmas fireworks from my window. Genau, wir müssen wieder die großgedruckten Wörter finden. Und zwar einmal Kater, Weihnachtsfeuerwerk und Fenster. Das da ist Feuerwerk. Kater. Ja, er ist ja eigentlich nur missverstanden. Alle hatten Angst vor ihm. Einfach weil er so groß ist. Den können wir gleich mitnehmen. Wir haben ihn eingesteckt. Und das Fenster. Und das Fenster, ist das gemeint, ne? Ich denke. Now it's Christmas again. So I sat and listened to the music and happy voices. I felt so lonely that I walked all the way to town to ask if I could be friends. Or at least have some treats. Oh. Eigentlich wollte er nur einen Freund haben. Und Leckereien. Das ist alles, was er wollte. Aber alle hatten Angst vor ihm. Da ist die Stadt. Leckereien. Oh, die Leckereien lecker. Nehmen wir auch mit, das ist ein schönes Herz bei und die Musik. Katzen lieben Musik. Well, I've always been clumsy. I might have accidentally crushed a house and my tail knocked over a Christmas tree. Everyone started crying and ran away.
Some kittens even threw snowballs at me. Wie gemein. Oh Mann. Er ist so groß, dass er alles zerstört hat, aus Versehen, und alles umgeworfen hat. Und ja, die Kätzchen haben ihn sogar beworfen. Ich nehme den Weihnachtsbaum mit. Voll traurig. Das ist gemein. Das ist das Haus. Ja, und die Kätzchen. Wer ist die Kätzchen? Achso, ich nehme alle drei mit. I was so upset that I ran away. I cried so loud that the stars shook in the sky and fell down on my head. I'm so ashamed I ruined Christmas. I can't even show my tail outside anymore. I'll sit here, all alone, out of everyone's way. Süß. Ja, er kann sich draußen also nicht mehr sehen lassen. Und ja, er hat Weihnachten zerstört. So denkt er auf jeden Fall. Er ist sehr traurig. Ich nehme mir die Sterne jetzt auch mit. Er ist traurig. Und er hat geweint. Und wir brauchen einen Schwanz. Von Dolly geklaut. Wir haben einen Ring. Der ist hierfür. Schneiden wir alles auf. Ey, ist ja eh die ganze Scheibe weg. Ja, hier tanzen eigentlich die Mäuse. Da haben wir gar nichts, ne? Oh, die Maus. Wir nehmen ganze. Okay. Oh, alles klar. Wir nehmen jetzt fast alles mit hier. Schade, dass ich hier noch nicht reinkomme. Werde ich hier bei dieser Katze nochmal die Ski? Achso, die kommt darauf. Ich dachte, die kommt in den Topf. So, jetzt haben wir das. Okay. Ach, die sind Hand in Hand hier. Okay. Die sind befreundet. Die sind befreundet, ja. Da fehlt noch ein Violinschlüssel. Hier hatten wir nur die, ne? Ja. Ich guck gerade, ob hier noch irgendwas ist. Das ist auch süß. Sehr süße Sachen wieder. So ein Sammlerobjekt habe ich nichts mehr gesehen. Ich auch erstmal nicht. Haben wir die Skier? Was machen wir damit? Ah, hier hin vielleicht, oder? Ah, okay. Ja, gehen wir weiter. Ich hoffe, wir kommen noch zurück. Ui. Holla! Du bist ja wirklich riesig. Das Tor ist bestimmt beschädigt. Ich muss es mir genauer ansehen. Ja, da sind wir jetzt auch hier wieder. Da ist eine Katze jetzt. Ist ein und hier Platz. Ist die Sammelfigur. Wir haben den König eingesammelt. Wir haben den Katzenkönig. Er ist wirklich sehr riesig. Und verärgert auch. Und verärgert, aber verständlich. Das ist traurig. Wir haben eine Katzenfigur. Ach, der Hund hier. Wie gesagt, er wollte eigentlich nur Freunde haben. Das gibt er nicht her. Wir brauchen. Das gibt er nicht her. Ich überlege gerade, ich gehe nochmal zurück. Oh, Gottes Willen. Gehört das hier hin? Ja. Ah, hier, schau mal. Das gehört doch zur Tasche, ne? Gut entdeckt. Ah, jetzt kriegen wir hier auch einiges zusammen. Sehr schön. Ordne die Musiknoten richtig an, um eine Melodie zu schreiben. Die Notenmarkierungen über und unter den Musikzeilen dienen als Hinweise. Ach so, okay. Man kann die einfach so tauschen. Ach, das ist gar nicht so schlecht. Wir müssen nur einmal ein bisschen gucken hier. Genau, das ist schon mal richtig. Das ist ja gut, das leuchtet auch, oder? Müssen wir uns so ein bisschen orientieren. Ja. Das ist auch schon richtig, ne? Ja. Das könnte ist das hier genau. Ja, gut. Nee, das passt auch nicht ganz. Ah, das noch tauschen und dann haben wir's. Jetzt haben wir Musik gespielt. Ah, hier. Eine weitere Kachel und eine Ballerina. Eine Mau Mau. Die tanzen zusammen. Süß. Oh, hier sind sie weg. Na gut. Ein Katzenfeuerzeug. Süß. Also echt süß gemacht. Darf ich raufhauen? Nee. Das darfst du nicht. Leider nicht. Das mag er nicht. Auch wenn ich den Schlüssel nicht habe, irgendwie muss ich dieses Vorhängeschloss doch überwinden können. Damit? Wir haben zwar einen Schlüssel, aber nicht dafür, ne? Eine Katzengirlande. Ah, okay. Bin gar nicht wahrgenommen. Nee, ich auch nicht. Hier. Ich darf den Hammer nicht benutzen. Schade. Mach mich traurig. Später vielleicht noch. Mach mich traurig. Was ist hier los? Warum schlaft ihr nicht, ihr lieben Bienchen? Ich werde einen süßen Imbiss für euch finden. Auch das noch. Na gut. Was Süßes.
Dann nehmen wir das mit. Der Zaun ist so verbeult, dass er sich nicht öffnen lässt. Ah, okay. Das geht nicht. Das geht nicht damit, okay. Im Stock aber. Feuerzeug. Ja, oder mit dem Feuerzeug. Damit, das könnt ihr aber auch mit, ja, theoretisch. Ach so. Ach, wir tränken es mit, ja, Feuerzeugbenzin, sage ich. Ah ja, okay. Da ist auch der Kater drauf. Süß. Der Weihnachtskater. Dann nehmen wir den Stock jetzt erstmal und verglühen sie. Nein, natürlich nicht. Schade. Finde ich auch. Dein Pfötchen verbrennen? Ach so, nee, haben wir nicht. Ich hab ihn falsch geguckt. Wozu brauchen wir jetzt eine Fackel? Das ist eine Mau Mau. Ach, tatsächlich. Kannst du aber nicht mitnehmen, ne? Schade. Ich will den Hammer benutzen. Da. Nix darf man. Wirklich nicht. Wir müssen hier was tun. Hier draußen. Die Katze ist für süß. Was haben wir denn alles? Wir haben eine Kachel, wir haben uns Knochen und eigentlich Marke. Eine Karte. Eine Waldkarte. Ich glaube, da müssen wir durch und dann können wir die benutzen. Das haben wir ja schon mal so gemacht. Bin ich doch da, hier irgendwas? Ach, nicht mit dem Hammer. Verbrennen. Königlicher Befehl, den haben wir. Okay. Was können wir hier tun? Ein Schweißgerät brauchen wir. Nee, Feuer geht leider nicht. Nee. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, das kannst du. Achso, das kann ich mitnehmen. Achso, ich dachte, ich kann da nicht ran. Das Schweißgerät machen wir. Mhm. Und wir haben eine Pinzette jetzt. War noch irgendwas, wo ging es? Oh, jetzt kannst du es holen. Jetzt kann ich da ran. Das ist die Kachel und das Hunde-Emblem. Dann können wir es ihm gleich geben. Dann freut er sich. Dann haben wir das schon jetzt mal weg. Jetzt ist er brav. Nee, er braucht glaube ich noch einen Knochen. Das auch noch. Das auch noch. Ja. Die Kacheln, wo waren die jetzt? Hier. Oh, dürfen wir auch gleich anmachen. Gut. Dann haben wir's. Das nehmen wir mit. Ich habe schon Schlimmeres befürchtet. Ein Schieberätsel. Dachte ich auch eben schon wieder. Bei den Kacheln. Jetzt da mit einem Hammer drauf. Oh, ach, wieder glätten. Ah ja. Und dann kriegen wir die Tür auch wahrscheinlich auf. Okay, wir reparieren wirklich alles. Wir können das. Platziere die Schneeflocken so auf dem Brett, dass sie zusammenpassen. Wähle eine Schneeflocke aus und platziere sie auf eine Stelle. Drehen können wir sie aber nicht. Ich würde sagen, es gehört dahin. Wir können weil, ja die Ränder irgendwie hinlegen. Weil drehen kann man es nicht. Also müssen wir halt gucken. Okay. Ah, das könnte auch dahin passen. Ah ja. So ein Sheet. Aber ich glaube, na gut, da kann es auch hinpassen. Eieiei. Probieren wir erstmal aus, würde ich meinen. Schau, dass die hier nicht leuchten, aber naja. Wir probieren einfach mal. Geht ja auch nur mit probieren. Das könnt ihr in die Mitte kommen. Das schaut so danach aus. Weil alles verbindet. Wir schauen einfach. Wir probieren einfach mal aus. Oh, meine Hand schläft gerade wieder ein. Das kommt, weil ich die so, den Arm so auf meinen Schreibtisch gelegt habe. Nee, das passt nicht. Der will da nicht rein. Schade. Schade, ja. Da vielleicht. Der will da nicht rein. Und der vielleicht? Da rein? Nee, nein, wie gesagt, das muss ja auch nicht richtig sein, ne? Das ist mal wieder so ein. Rumgerate. Weil, wie gesagt, das passt überall. Eine Eule, ein Vogel. Das schaut gut aus. Da passt es nämlich auch hin. Okay. Ach du Schande. Aber. Ich glaube. Ah, nee, nein. Leider nicht. Aber sieht gut aus, eigentlich. Müssen wir noch ein bisschen was ändern?
verkehrt sieht es wirklich nicht aus. Aber hier ist die Form irgendwie. Das muss noch weg. Ja, ja. Ja, ja. Ah, das passt auch nicht. Das ist echt gemein. So kurz vom Ende. Ja, muss man schauen. Weil das hat mehrere Möglichkeiten einfach. Das ist natürlich fies. Aber da war auch was nicht richtig irgendwie. Da wieder den Anfang zu kriegen, das ist echt fies. Weil wie gesagt, das passt der überall. Könnte, entweder. Na, da fehlt aber eine Ecke. Wie soll denn dann das passen? Das hat mehrere Möglichkeiten, wohl keine Ahnung. Müssen wir einmal schauen. Oh Gott, das hat echt viele Möglichkeiten, was man machen kann. Da passt es nicht. Ich konzentriere mich gerade, darum bin ich gerade ein bisschen leiser. Ja. Manchmal muss man sich auch besser konzentrieren bei solchen Rätseln. Ja. Ich weiß nicht, wo der mal in die Mitte oder so? Bringt der was? Ich komme ja hier schon nicht weiter. Also irgendwie passt das hier auch nicht. Ich tue mal alles wieder raus. Also, ja, es kann halt überall rein. Das ist das Problem. Also das ist wirklich... Man muss auf jeden Fall die Ecken irgendwie füllen. Ich finde das eigentlich ganz cool gemacht. Ja. Ist es. Aber es hat halt sehr viele Möglichkeiten. Muss man wieder ein bisschen rumprobieren. Nee, das passt nicht. Das passt leider nicht. Wie gesagt, das hat so... Das kann überall rein. Also das ist Wahnsinn. Der vielleicht so, ich habe keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ein guter Anfang. Passt der nicht da rein? Ja, nee. Da ist doch die Ecke dann frei. Ah, ja. Das ist es ja. Leider. Das ist ja das Problem daran. Leider. Jetzt habe ich nämlich für dieses nichts mehr. Passt das rein? Nee, wo willst du hin? Wieso ja, der passt leider da auch nicht rein. Ja, ich weiß, den habe ich da eben nur so gelassen. Weil ich probieren wollte. Da gibt es aber nicht so einen. Auch einen, der da so irgendwie ja, reinpasst. So einen, der bloß andersrum ist, oder? Ja. Da gibt es da gar keinen, nee. Der kann auch dahin passen. Oh Mann. Und wie gemein. So viele Möglichkeiten. Ich bin da immer überfordert. Irgendwas muss hier auf jeden Fall hin. Der Stern. Wann habe ich da nichts mehr? Der nicht, nee. Nein. Nee. Irgendwie muss man hier anfangen. Die rechte Seite ist ein bisschen tricky. Ah, dann fehlt da wieder so einer mit so einem Zipfel. Ja. Den haben ist wir wieder nicht. So. Aber der passt da nicht rein, ne? Oder? Nee, passt nicht. Der passt da auch nicht rein. Oh Mann.
Na, eigentlich muss man erstmal die Ränder machen, weil sonst sieht das hier blöd aus. Ja, wo fängt man hier an? Ich brauche irgendwas, also die nicht, würde ich meinen, weil... Also ich glaube, die sind schon, keine Ahnung. Vielleicht meine ich auch, dass das passt irgendwie. Dass das mehr auf der linken, rechten Seite ist. Ja, aber hier fehlt mir einer, das passt irgendwie alles nicht. Da sind auch wieder Ecken und Kanten und keine Ahnung. Der da hier oben? Nein, nee. Das passt nicht. Nein. Das sieht es auch manchmal nicht. Schlecht. Das will da nicht rein. Ganz und gar nicht. Aber hier, die Seite ist das Problem. Ja. Ja, und da fehlt wieder einer, der da irgendwie rein kann. Also hier. Oh, ist echt gar nicht so einfach. Sieht einfach aus. Ist es aber nicht. Weil wie gesagt, das musste alles irgendwie reinpassen. Na, da fehlt die Ecke wieder. Da fehlt die Ecke wieder. Passt leider auch nicht. Aber der, nee, der auch nicht. Oder? So. Oh. Das passt nicht. Nee. Ich würde es eigentlich in diesem Part gerne noch schaffen, um ehrlich zu sein, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, das passt jetzt natürlich wieder nicht. Ach, das passt ja auch hier unten nicht. Da ist noch eine Ecke. Ja. Da ist noch eine Ecke. Da ist auch wieder so ein Ding. Ich habe keine Ahnung. Hier gibt es so viele Möglichkeiten. So. Nee. Sieht immer so fast richtig aus. Nee. Ja, aber das passt halt nicht. Wir haben es. Du hast es tatsächlich geschafft. Ei. So viel zum Ausprobieren. Wahnsinn. Und da sind die Fledermäuse. Es ist zu dunkel ohne Sterne, also brauche ich etwas Licht. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Das war jetzt ein ganz schöner Akt mit diesem Rätsel. Aber wir haben es geschafft. Man muss einfach nur irgendwann dranbleiben und irgendwann funktioniert das auch. Dann würde ich den Part erstmal beenden oder wir beenden den Part und wir sagen schon auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.